Hallo und herzlich willkommen zur letzten Party. Also zur letzten Party, Henry. Die letzte Folge der dritten Staffel. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich da. Und was für eine Folge das wird. Im Original heißt sie Abyssinia Henry, ist die 72. Folge überhaupt und wurde am 18. März 1975 das erste Mal ausgestrahlt. Es ist eine Folge, die ziemlich hoch bewertet wird, wenn man sich das Ganze anguckt. Und wir schauen mal heute, ob das auch ja tatsächlich Dingsbums hat. Mir fällt das Wort nicht ein, dass ich so. Ob da was dran ist. Genau, sagen wir so. Es ist übrigens die 24. Folge der dritten Staffel. Und, ihr habt sie schon gehört, wieder dabei ist Dela. Hi. Ja. Es ist eine ganz besondere Folge, denn wir beginnen im OP wie so oft, als Radar mit einer Nachricht reinkommt. Henry darf nach Hause. Alle freuen sich, alle sind happy, es gibt eine große Party, es gibt viel Abschied und dann fliegt Henry nach Hause. Und dann kommt ein besonderes Ende, über das wir dann nachher sprechen werden. Mhm. Ja. Ja, wollen wir im OP anfangen? Ja, natürlich. Weil das Schöne ist halt tatsächlich, diese gute Nachricht, diese eine seltene gute Nachricht, kommt halt auch wieder an den Moment, wo im OP die Hölle los ist. Wo es halt wieder ein absolut beschissener, stressiger Tag ist, alle haben die Schnauze voll, es brennt überall an allen Ecken und Enden. Und dann kommt Radar rein und bringt gute Nachrichten. Und alleine schon dieser erste Moment, wie sich wirklich ehrlich alle darüber freuen, dass Henry jetzt seine Entlassung hat, das fand ich sehr, sehr schön. Ja, da merkt man, dass es doch wirklich so eine Familie ist. Und das merkt man im Laufe der Folge, glaube ich, auch noch öfter. Ja, und vor allem nicht nur dieses Familiending, sondern logisch wäre eigentlich, ich meine, sie sind froh und dankbar, dass sie Henry haben. Der Gedanke, dass dann auch nach Henry irgendein Arschloch kommt, der ist ja auch eigentlich auch sehr präsent, grundsätzlich. Und dass der hier aber tatsächlich erstmal überhaupt keine Rolle spielt, das fand ich eigentlich ganz hübsch. Dass es wirklich erstmal reine Freude ist darüber, dass Henry jetzt endlich nach Hause darf. Und hier überhaupt kein Egoismus, sag ich mal, in dem Sinne mitschwingt. Das fand ich echt hübsch. Bei fast allen, muss man ja sagen. Also Frank freut sich ja, dass er jetzt endlich die Macht an sich reißen kann. Genau. Aber selbst er freut sich, glaube ich, dass Henry nach Hause darf. Ja. Also selbst er ist nicht das komplette Arschloch diesmal. Ja, naja, und dann verbringen wir, seit wir diese Nachricht bekommen, eigentlich die letzten Tage komplett mit Abschieden. Erst sehr anrührend mit Radar, und das fand ich eine fantastische Szene, die mir echt, echt, echt gut gefallen hat. Weil du da halt wirklich diese Chemie zwischen Radar und Henry so wieder siehst, dass das eben nicht nur diese fast telepathische Arbeitsebene hat, sondern eben dieses, du bist der Sohn, den ich nie hatte, so sinngemäß. Und, oder der Papa, den Radar ja in dem Sinne nie hatte. Das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Das tat weh. Ja, wir haben ja schon oft gesagt, dass die beiden so ein ganz spezielles Verhältnis miteinander haben. Und das fand ich auch hier wirklich schön gemacht wieder. Also man glaubt den Figuren. Und das ist ja nicht immer der Fall. Ja, das stimmt. Naja, danach wird aber die ganze Stimmung schon wieder aufgehellt, weil wir eben auch noch einen sehr feuchtfröhlichen Abschiedsabend mit Radar, Hawkeye, Trapper und Henry in Rosies Bar feiern, wo auch Henry seinen Abschiedsgeschenk bekommt, nämlich einen niegelnagelneuen Zivilanzug. Und schick ist er. Ja, schick ist er, ja. Tatsächlich. Ach, ja. Was mir aber tatsächlich hier aufgefallen ist,
Ich weiß nicht, Leute betrunken ist lustig, aber das war eine Szene, die hat sich für mich zu sehr hingezogen. Die hat mir irgendwie hat die sich komisch angefühlt. Ich weiß nicht, ob die schlecht gespielt war oder ob die sich einfach komisch angefühlt hat, aber die war mir zu lang und zu eigenartig. Ich weiß, was du meinst. Das, ja, man hat es ja ein bisschen übertrieben. Die Folge besteht ja oft aus kurzen Szenen. Und das haben sie zu lang gezogen. Dann, die hat ihre Wirkung dadurch ein bisschen verloren. Ja, aber auch der Vater und vor allem Klinger bekommen am Ende einen fantastischen angemessenen Abschied, denn Henry macht Klinger als Erbezeugung das Kleid zu. Das fand ich auch eine ganz merkwürdig berührende Szene. Die fand ich echt hübsch. Ich fand das großartig. Das ist auch mein Zitat, wenn Klinger sagt, nach oben, Sir. Genau. Das war, ich glaube, sogar fast so sehr wie der Abschied von Raider, war das hier so eine Ehrerbietung. Ja, Dass die beiden, ich meine, Klinger will ja immer weg und er hat so oft Krach mit Henry, genau. deswegen, aber dass die beiden trotzdem Respekt voneinander haben und ja, vielleicht sogar Freunde sind. Ja. Das hat man hier gemerkt. Das ist ein sehr schöner Moment. Ja, der Einzige, was mir sehr aufgefallen ist, Frank ist der Einzige, der nicht wirklich was an Abschiedsszene in dem Sinne hat. Weil, gut, es ist vollkommen berechtigt, er sieht halt wirklich nur seine eigene baldige Beförderung. Aber das ist tatsächlich schon was mir sehr deutlich aufgefallen ist, dass er so abgenickt wird im Prinzip. Ich meine, Margaret hat ja ihre Abschiedsszene. Ja, die fand ich halt auch wieder unangemessen, aber. Es ist wieder eine dieser sehr übergriffigen Szenen, Ja. die, ich weiß nicht, ob sie in den 70ern lustig waren, aber heute jedenfalls nicht mehr. Sie wird halt von Henry mehr oder weniger auf Zuruf von anderen zu Boden geknutscht. Ja. Ja, die fand ich auch schwierig, aber naja, gut, dann verzeihen wir es mal. Und wir haben ja vorher auch noch eine Szene, in der Henry zu Hause anruft und seiner Frau und seinen Kindern sagt, ich komme nach Hause. Das ist auch so eine Szene, wenn man weiß, was passiert, wo man ein Kloß im Hals hat. Also mir geht's Ja, und jedenfalls so. das Schlimme ist halt, das hatten wir in anderen Folgen auch schon. Es gibt die eine Folge, die war, weiß ich nicht, ob in der dritten oder in der zweiten Staffel, wo Henry am Telefon ist und sich mehr oder weniger aufregt. Ich hoffe, ich komme nach Hause, bevor mein eigener Sohn in den Krieg ziehen muss. Und die hatten ja, weil ich ja auch die Folgen schon gesehen habe und kenne und weiß, wie es ausgeht, die hatten ja damals schon derartig böses Genick gebrochen, emotional. Und jetzt sind wir halt genau an dem Punkt, wo das wieder hochkommt. Weil Henry steigt halt nach einer letzten Umarmung von Raider als Zivilist in den Chopper. Alles ist gut, die Truppe verteilt sich wieder, wir sind wieder zurück im OP. Und dann erfahren wir, warum das die traurigste Folge aller Staffeln ist. Ja, jetzt kommt nämlich etwas, das wussten die Schauspieler auch nicht. Also beziehungsweise MacLean Stevenson, Henry wusste es. Und Radar, wie heißt er? Na? Gary Burkhoff. Gary Burkhoff, genau. Wusste es auch, was passiert, aber die anderen wussten es nicht. Und MacLean Stevenson war noch zu dem Dreh dieser Szene am Set. Es sollte danach auch eine Abschiedsfeier geben. Und Raider kommt rein und wird nur ein Witz gemacht. Na, wer darf jetzt nach Hause? Und Raider liest dann folgende Nachricht vor: Lieutenant Colonel Henry Blakes Flugzeug würde über dem japanischen Meer abgeschossen. Die Maschine stürzte ab. Es gab keine Überlebenden. Und man hört, wie ein Skalpell zu Boden fällt und man sieht die entsetzten Gesichter, die nicht gespielt sind. Das ist ja das Großartige an dieser Darstellung. Und die Folge ist vorbei. Und die Schauspieler waren tatsächlich so geschockt, dass diese Abschiedsfeier nicht mehr stattgefunden hat. Ich kann es verstehen. Auf jeden Also, Fall. ja. Der Sender war nicht begeistert davon. Die haben sogar verlangt, dass in Wiederholungen diese Szene rausgeschnitten wird. Ist nie geschehen, weil es ist nun mal die Szene.
Und ja. Und so schlimm die Szene ist, und ich gebe zu, ich habe diese Folge bestimmt in meinem Leben 5, 6 Mal gesehen schon. Ja. Und ich muss sagen, jedes Mal habe ich die nicht. Und ich sitze jedes Mal wieder da und heul. Ja, Und geht ich mir bin jetzt so genauso. wirklich nicht so der Mensch, der für seine Emotionalität bekannt ist. Nein. Aber die trifft wirklich richtig böse gemein. Weil die sich halt auch wirklich echt anfühlt. Weil du wirklich den Schock in den Leuten siehst. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob das stimmt, das habe ich auch irgendwo gelesen. Wie gesagt, Vader war ja der Einzige, der schon davon wusste, also neben Henry, der davon wusste. Und es ist wohl tatsächlich so, dass er auch schon live mit den Tränen tatsächlich gekämpft hat. Aber eben wirklich dadurch, dass in einem Shot so durchging und so echt war, tatsächlich, dass das alles so gar nicht geplant war. Zum Beispiel, dass dieses Skalpell runterfällt. Das war halt nicht geplant. Das ist einfach tatsächlich passiert und sie haben es drin gelassen, weil es halt so gut passt. Und das fand ich echt. Die Szene ist gemein, die ist ernsthaft böse, aber sie ist echt gut. Und das rauszuschneiden, hätte ich der Serie nie verziehen. Ich meine, ich Ja. hätte es nie gewusst, aber ne? Nein, ich glaube, das ist der Moment, in dem Mesh zu dem wird, was Ja. es später ist. Bin ich bei dir komplett, ja. Ja, es gab auch hunderte von Briefen. Die meisten waren ziemlich wütende Zuschauer, die sich über den Tod von Henry beschwert haben. Die Produzenten haben jeden Brief persönlich beantwortet. Irgendwann, weil es so viele waren, gab es nur noch einen, ja, einen vorgefertigten Brief, den sie unterschrieben und weggeschickt haben. Ja, Aber die es. hat auf jeden Fall für Reaktionen gesorgt, diese Folge. Das auf jeden Fall. Am Abend, nachdem diese Folge ausgestrahlt worden ist, hatte McLean Stevenson einen kurzen Auftritt in einer Musical-Sketch-Show von Cher. Da gab es eine kurze Szene, in der Stevenson im Kostüm als Henry auf einem Floß rudert und in die Kamera brüllt: "Hey guys, I'm okay, I'm okay." Das ist aber kein Kanon für die Serie. Ja. Und ja. Ja, man kann dazu nicht wirklich viel sagen. Das ist, die tut weh und die muss man, glaube ich, auch sehen, um sie zu verstehen, warum die so weh tut. Es ist der Ab ja, es ist sogar mehrfacher Abschied, aber das wissen wir ja jetzt noch gar nicht. Da kommen wir aber noch drauf. McLean Stevenson ist dann am 15. Februar 1996 im Alter von 68 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Ein Tag später ist Roger Bowen im Alter von 63 an einem Herzinfarkt gestorben. Das ist der Schauspieler von Henry in dem Mesh-Film. Also auch komische Übereinstimmung. Und weil das so war, hat die Familie von Bowen entschieden, den Tod erst eine Woche später bekannt zu geben, damit das nicht durcheinander gebracht wird. Ja. Wollen wir jetzt, doch, wir kommen ja Ja, sagen, wir müssen wieder ja. zurück auf festen Boden, klar. Was für ein Abschied es noch ist. Oder wollen wir das jetzt aufheben? Nee, ich würde das schon machen, weil ich Ja. finde, das ist eine putzige Anekdote. Du hast ja schon erzählt, dass es eine Abschiedsparty geben sollte, die da nicht stattgefunden hat. Und die wäre für Wayne Rogers gewesen, also für den Schauspieler von Trapper John. Der hat ja eben, wie gesagt, sich so ein bisschen beschwert, dass er nur der Sidekick von Alan Alda ist. Und tatsächlich hat er eben diesen Vertrag auch aufgelöst und so weiter und so fort. 20th Century Fox wollte ihn dafür auch verklagen. Lustigerweise ist aber dieser ganze Fall mehr oder weniger wieder in sich kollabiert, weil rauskam, er hat seinen Vertrag nie unterschrieben gehabt. Es gab also offiziell nie einen Vertrag. Ja, so kam man gut raus. Ja, und aber das musst du dir mal vorstellen, das würde sowas heute noch passieren. Ich würde sagen, ich glaube nicht, aber ich bin mir echt nicht sicher. Aber das fand ich so eine großartige Anekdote, das
Ja. Ja, wollen wir kurz über Trapper John noch reden? Also Ja, ich glaube, wir kommen da auch in der nächsten Folge dann noch mal ein bisschen drauf. Aber und auch, ob das von Rain Rogers vielleicht so eine gute Entscheidung war. Aber vielleicht auch hier noch ein, naja, Fun Fact, weiß ich jetzt nicht. Rain Rogers ist im Jahr 2015 am Neujahrstag gestorben, im Alter von 82 Jahren. Und auch hier auf den Tag genau ein Jahr später ist William Christopher, der Vater, gestorben. Also, die suchen sich scheinbar alle sehr ähnliche Daten aus. Noch ein Fun Fact, der jetzt rein trivialer Natur ist. Henry wird entlassen, weil er quasi genug Punkte gesammelt hat. In der Realität ist es aber so, dass dieses Punktesystem der Armee schon nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft worden ist und die Rotation von Ärzten nie auf diesem Punktesystem basiert hat. Das nur am Rande. Auf IMDb hat diese Episode das zweithöchste Rating für die Serie mit 8,6 von 10 Punkten. Nur das Serienfinale ist mit 8,7 noch höher. Es gibt dann noch eine Folge auf dem dritten Platz mit 8,5 und mit 8,4 dem Platz teilen sich 25 weitere Folgen. Also wir haben doch noch ein paar Qualitätsfolgen vor uns. Ja, also, es ist wirklich, sie tut weh, sie ist gut, aber sie tut so weh. Und die bleibt, glaube ich, auch jedem im Gedächtnis. Alleine deswegen schon. Gut, Flo, hast du noch ein Zitat? Du hattest ja schon das mit dem Kleid. Ja, ich habe sonst keins mehr. Dann hätte ich, Henry, why can't everybody be on the same time? Das ist also Versuch, zu Hause anzurufen. Waiter, because the earth is round and it keeps rotating all the time. Und Henry, oh, I thought it was an army thing. Also auf Deutsch gesagt, warum können wir nicht einfach alle dieselbe Zeitzone haben? Und weiter, weil die Erde rund ist und sich die ganze Zeit dreht. Und Henry, oh, ich dachte, das wäre nur ein Army-Ding. Flo, ich würde dir die Bewertung mal wegnehmen und auch wenn es mir das Herz bricht, Ja. ich muss für die Folge 10 Punkte geben. Also, weil, und ich will auch gar keinen lustigen Punktewitz machen, weil die Folge tut wirklich, wirklich weh und sie ist so, so, so gut. Aber sie tut so weh. Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. 10 Punkte. Gut, Ja. dann würde ich sagen, haben wir diese Folge beendet und beenden damit auch die dritte Staffel. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören und ich danke dir, Flo, fürs Mitmachen. Es war mir ein Vergnügen. Bis bald. Ciao. Ciao.